in the winter. Hallo zusammen, ich bin der Fabian von der Mountainbike-Schule Riding Style. Willkommen zu einem weiteren Fahrtechnik-Tutorial. Es gibt auch mittlerweile einige Bikeparks, in denen der Lifttransport mit einem klassischen Ankerlift erfolgt. Deswegen gibt es heute hier mal ein Video zum Schleppliftfahren. Und darum bin ich heute eben nach Bärfelden gefahren, weil man hier genauso mit dem Lift nach oben transportiert wird. Damit das auch einwandfrei klappt, kommen jetzt ein paar Tipps und Tricks dazu. Der Liftanker wird ja von einem Bikepark-Mitarbeiter von hinten zwischen Sattel und Sattelstütze angereicht und hier hinten geklemmt. Zumindest hier in Bärfelden sind alte Reifen auf den Ankern angebracht, damit diese nicht so leicht wieder rausrutschen können. Der Sattel sollte möglichst tief eingestellt sein, damit du, wenn du drauf sitzt, mit beiden Füßen noch auf den Boden kommst. Zur eigenen Sicherheit sollte man auf alle Fälle immer seinen eigenen Helm tragen, auch zum Liftfahren. Man stellt sich also in die Liftspur möglichst nah zum Lifthelfer, damit der dir möglichst gut den Bügel anreichen kann. Man sitzt also schon auf dem Rad und muss nur noch kurz die rechte Hand heben, damit der Bügel einem schön angereicht werden kann. Weil in Bärfelden auf dem Anker Reifen angebracht sind, rutscht dieser normalerweise nicht so leicht von alleine wieder raus. Daher kann man beide Hände getrost am Lenker lassen. Sollte der Anker trotzdem mal rausrutschen oder drohen rauszurutschen, kann man mit einer Hand den Anker auch festhalten bzw. wieder in die richtige Position bringen. Es ist ganz wichtig, dass man während der kompletten Liftfahrt nicht die Bremsen bedient, auch nicht im Ausstiegsbereich, denn natürlich ist der Lift immer stärker. Außerdem ist es wichtig, auf das Pedalieren während der Liftfahrt zu verzichten und sein liftseitiges Bein möglichst nah am Rahmen zu halten und nicht zu weit nach außen zu stellen. Sollte der Lift während der Fahrt einmal anhalten, keine Panik, einfach so weit zurückrollen lassen, bis es nicht mehr weitergeht und die Bremsen offen lassen, damit die nicht blockieren, wenn er wieder weiterfährt. Kurz vor dem Ausstieg wird es etwas steiler. Hier heißt es erstmal Ruhe bewahren und geduldig sein. Erst wenn man im Ausstiegsbereich in die Ebene hineinrollt, ist der Zeitpunkt gekommen, um den Liftbügel loszuwerden. Denn hier wird man wieder etwas schneller und dadurch lässt der Zug am Bügel nach. Man greift den Bügel etwa mittig, um ihn kurz danach leicht nach hinten zu ziehen und zur Seite rauszuwerfen. Dabei sollte man darauf achten, dass man mit dem Bügel weder die Scheibe im Lifthäuschen einschlägt, noch dass der Bügel am eigenen Lenker hängen bleibt. Dazu kann man ihn am leichtesten nach vorne über den Lenker drüber reichen und ihn einfach etwas später loslassen. Nach dem geglückten Ausstieg heißt es dann, zügig den Ausstiegsbereich zur rechten Seite verlassen. Und jetzt kommen noch ein paar Tipps und Tricks zu Alternativen und Sonderfällen. Ist der Lift zum Beispiel relativ steil oder sind keine Reifen angebracht, um das Rausrutschen des Bügels zu verhindern, kann man beide Beine ein bisschen nach hinten stellen, also beide Beine nach unten hängen lassen, um Kontakt mit dem Bügel, mit den Beinen aufzunehmen. Alternativ kann man sich von dem Lifthelfer auch den Bügel am Gesäß anreichen lassen. Es gibt auch eine Übersteigetechnik, in der man das Bein erst über den Bügel schwingt, wenn er im Sattel eingehängt ist. Die ist aber sehr fortgeschritten und auch nur zu empfehlen, wenn man ausreichende Beweglichkeit im Hüftgelenk hat. Oben am Ausstieg kann man es sich zusätzlich erleichtern, indem man nochmal in die Pedale tritt, um quasi dem Bügel davon zu fahren. Bei kleinen Kindern oder Fahrern mit weniger Kraft oder Mut kann es außerdem helfen, oben am Ausstieg durch eine zweite Person sich unterstützen zu lassen. Dazu ist es wichtig, dass der Liftfahrer oben beim Ausstieg den Arm hebt, damit der Helfer den Bügel zur Seite rausziehen kann. Diesen muss er dann so loslassen, dass er den Fahrer nicht noch von hinten erwischt. Sollte es doch einmal nicht klappen und der Bügel rutscht euch raus, dann rollt einfach wieder runter an den Lifteinstieg und versucht es noch einmal. Ich hoffe, die Tipps und Tricks haben euch geholfen, die erste Liftfahrt gut zu meistern. Ich sage tschö mit Ö und hoffentlich bis zum nächsten Mal. We'll be right back.
the way.